Leute, wenn jetzt gejammert wird, dann auf ganz hohem Niveau. Endlich ist er da, der neue Flugsimulator. Und der eine oder andere möchte vielleicht erstmal eine Meinung hören, bevor er Geld und Zeit investiert. Deshalb hier mal mein erster kritischer Blick. Was mir sofort gleich beim ersten Start aufgefallen ist, es fehlen in Deutschland wichtige Flugplätze. Ein absolutes No-Go, wie ich finde, und genau genommen ist die Release-Version für mich damit noch im Beta-Stadium. Der deutsche Markt ist ja bekanntlich ein sehr wichtiger für diese Branche und darauf sollte man nun wirklich achten. Dass mein Heimatflughafen ETHC nicht vorhanden ist, das hätte ich mir auch damit erklären können, dass es ein Militärflughafen ist. Aber auch Stuttgart fehlt. Das liegt offenbar daran, dass diese Flughäfen 2012 bei Bing Maps verpixelt werden mussten. Früher waren sie detailliert, denn mit Hilfe dieser Maps habe ich damals die ETHC-Szenerie für den FSX erstellt. Das lag wohl an gesetzlichen Vorgaben. Allerdings ist diese Verpixelung inzwischen nicht mehr nötig. Warum jetzt nur manche Gebiete entpixelt wurden, weiß ich nicht. Vielleicht hätte Microsoft da doch ein paar mehr Alpha- und Beta-Tester aus Deutschland zulassen sollen. Dann wäre das wohl rechtzeitig aufgefallen. Aber man sollte jetzt keinen Shitstorm lostreten, wenn es am Anfang ein bisschen hakt. Besser etwas Geduld an den Tag legen, denn dieser Simulator ist die Geduld auf jeden Fall wert. Bei meinem ersten Start habe ich mich, wie wohl die meisten, einfach mal durchgeklickt, wie sich mit der Turboprop auf der Graspiste von Zelle Alo, EDVC, stand. Meine neuen Thrustmaster-Pedale bewirkten erstmal gar nichts, genauso mein Joystick, nichts. Erkannt wurden aber beide Geräte vom Flugsimulator. Ich musste nämlich in den Einstellungen erstmal die Achsen entsprechend zuordnen. Eine Voreinstellung gab es für meine Hardware leider nicht. Das heißt aber nicht, dass das immer so ist. Denn bei Michaels Joystick, der zugegebenermaßen viele Jahre jünger ist als meiner, waren alle Achsen und Tasten sauber vorbelegt und funktionsfähig. Ich vermute mal, dass im Laufe der Zeit weitere Hardware-Unterstützungen folgen werden. Wenn man aber die oben genannte Geduld investiert, dann bekommt man einen Realismus präsentiert, der seinesgleichen sucht. Wer sich nun fragt, ist dieser Flugsimulator was für mich? Dem sei gesagt, man bekommt hier nicht nur einen Flugsimulator, sondern auch einen, wie soll ich es sagen, Weltsimulator, Wettersimulator und auch Himmelskörpersimulator. Mit einer klitzekleinen Einschränkung, was die Himmelskörper angeht, auf die ich vielleicht irgendwann in irgendeinem Video mal eingehen werde. Das Wetter wird physikalisch berechnet. Auch die Lichtverhältnisse passen dazu, inklusive Schattenwurf, Beleuchtung und Co. Aber, es gibt ja immer ein Aber, man muss schon bereit sein, sich ein bisschen intensiver mit dem Thema Fliegen zu befassen und sich darüber im Klaren sein, dass ein erfolgreicher Flug auch einer guten Vorbereitung bedarf. Sonst wird so ein Flug schnell mal ganz kurz und man macht Bruch. In der Flusi-Gemeinde ist man jedoch gut aufgehoben. Da wird einem eigentlich immer gerne und gut geholfen. Und damit sind wir auch schon beim Thema Helfen und Tutorials und so weiter. Auweia, das wird viel Arbeit. Wo fängt man an? Vielleicht sollten wir es mal aufteilen in VFR und IFR, also Sichtflug und Instrumentenflug. Denn beim Sichtflug kann der FS 2020 so richtig Spaß machen. Viel mehr als sein Vorgänger. Hier sind die mitgelieferten Flugzeuge auch sehr detailliert simuliert. Was natürlich auch heißt, die Lernkurve ist recht steil. Die Cessna 172 zum Beispiel mit dem G1000 Glascockpit bietet einem eigentlich schon die gesamte Funktionalität eines modernen Airliners. Aber das bediene mal richtig. Das ist echt eine Aufgabe. Allein die englische Anleitung hat mal eben 632 Seiten. Die ersten Seiten Kommentar für ein entsprechendes Tutorial habe ich schon geschrieben. Naja, erstes Fazit nach der ersten Sichtung. Super klasse, was da auf den Weg gebracht wurde. Aber auch noch Luft nach oben.
Leider fühlt sich die Release-Version an manchen Stellen doch noch nach einer Beta-Version an. Trotzdem, wer sich für realistische Flugsimulationen am PC interessiert, kommt meiner Meinung nach derzeit nicht an diesem Simulator vorbei. So, nun geht's für uns an die Arbeit, einige gute deutsche Tutorials zum Flugsimulator und zum Fliegen am PC im Allgemeinen in die Online-Welt zu setzen. Also, wir sehen uns.